Eigentlich hat alles ganz harmlos begonnen. Ein kleiner Stolperer die Stiegen runter, doch dann kamen plötzlich starke Schmerzen und nach einigen Untersuchungen im Krankenhaus Hamburg wurde dann festgestellt, dass ich eine Kompressionsfraktur des fünften Lendenwirbelkörpers habe und die Ursache war eine aneurysmatische Knochenzyste. Ich bin dann sofort ins AKH transferiert worden, um mit einem Beckenbeingips die Fraktur ausheilen zu lassen und man hat auch gehofft, dass die Zyste kleiner wird. Das ist nicht passiert, somit war die Operation leider unumgänglich. Bei der darauf folgenden 12-stündigen Operation sind leider Komplikationen aufgetreten und aufgrund einer Knochenmarksblutung habe ich dann doch 67 Blutkonserven bekommen. Als ich auf der Intensivstation munter wurde und mich der Arzt fragte, ob ich meine Beine bewegen kann, tat ich das natürlich, aber leider nur in Gedanken. Wie ich zu meinen Füßen runtergeschaut habe, habe ich gesehen, dass sich dort nichts bewegt. Dadurch ist dann wieder eine Operation notwendig worden. Bei diesem Eingriff wurden mir dann 2 Titanplatten und 6 Schrauben eingesetzt und ich bekam wieder 10 Blutkonserven, um diesen Eingriff zu überstehen. Die Zeit im AKH war an sich sehr hart, 6 Monate liegen, während meine Freunde Party feiern und man selbst auf Ärzte und Pfleger angewiesen war. Aber Gott sei Dank hat sich alles zum Guten gewendet. Ich bin gesund. Seit über 15 Jahren arbeite ich nun als medizinisch-technische Fachkraft im Landesklinikum Hamburg im Röntgen und in meiner Freizeit engagiere ich mich als freiwilliger Sanitäter beim Roten Kreuz in Bruckener Leiter. Ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist und habe jetzt noch ein großes Ziel vor Augen. Ich möchte alle Blutkonserven, die ich erhalten habe, zurückgeben. Im Augenblick bin ich bei minus 41, 36 Mal war ich schon spenden. Ich habe selbst erlebt, wie schnell und unerwartet man in eine Situation kommen kann, in der man Blutkonserven von anderen Mitmenschen braucht. Darum kann ich nur bitten, geht Blut spenden, denn damit kann man wirklich Leben retten.